Hallo, ihr Lieben. Heute gibt es ein neues Plan with me und ich habe schon alles vorgezeichnet, weil es sonst viel zu lange dauern würde. Zwei verschiedene Seiten will ich euch zeigen, einmal einen Time Log und einmal einen Gratitude Log. Und los geht's mit dem Time Log. Die Idee habe ich bei der YouTuberin My Life in a Bullet gefunden, aber ein bisschen umgeändert. Sie hat zum Beispiel keine Uhrzeiten benutzt. Auf der horizontalen Linie trage ich die Zeiten ein, in denen ich produktiv sein kann oder möchte, also von 9 bis 24 Uhr, also wo Produktivität für mich möglich ist. Auf der vertikalen Linie werden die einzelnen Tage des Monats eingetragen, also ab dem 11.8., weil mir erst an diesem Tag die Idee kam. Dann zeichnet man daneben eine kleine Legende, in die man die verschiedenen Kategorien einträgt, die man tracken möchte. Ich hatte mir schon vorher überlegt, welche Kategorien ich benutzen will. Man kann zum Beispiel Lernen für ein bestimmtes Fach nehmen, Sport, Haushalt, Social Media Nutzung oder alles Mögliche. Auf dem kleinen Zettel habe ich jeder Kategorie eine Farbe zugeordnet. Zum Beispiel ist bei mir Sport grau und YouTube orange. Falls ihr euch noch nicht so richtig vorstellen könnt, für was dieser Time Log oder Time Management Log gut sein soll, hier ein paar Ideen. Ihr könnt herausfinden, wie viel Zeit ihr für was aufwendet oder auch verschwendet. Ob ihr beispielsweise viel zu oft im Internet unterwegs seid, ohne es zu merken. Tut ihr eine Sache wirklich bewusst und konzentriert oder macht ihr tausend Dinge gleichzeitig? Ihr könnt den Time Log also als eine Art Achtsamkeitstracker nutzen. Ich habe schon gemerkt, dass ich oft nicht weiß, welche Farbe ich denn nun eintragen soll, weil ich alles durcheinander mache und nicht konzentriert bei einer Sache bleibe. Depressionen werden oft durch einen Mangel an positiven Aktivitäten verstärkt oder mit verursacht. Falls ihr damit Probleme habt, könntet ihr die positiven Aktivitäten in hellen Farben malen und die negativen stressigen Aktivitäten oder Pflichten in dunklen. So könnt ihr dann am Ende einer Woche oder eines Monats perfekt überblicken, wie viele positive Aktivitäten ihr denn wirklich hattet und dann gegebenenfalls etwas ändern. Und eine letzte Möglichkeit, und so möchte ich persönlich diese Seite nutzen. Bei mir ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, total unproduktiv zu sein und den ganzen Tag nichts zu machen, weil ich viele verschiedene Sachen mache und über den ganzen Tag hinweg, also bis 0 Uhr, kommt es mir vielleicht aber nur so vor, als würde ich zu viel chillen. Um das also herauszufinden, ist mein Timelog eher ein Produktivitätslog. Alles, was ich nicht als Chillen und als Nichtstun betrachte, wird in irgendeiner Farbe unter die entsprechenden Uhrzeiten eingetragen. Alles andere bleibt leer und so sehe ich, wie viele Stunden am Tag ich nichts tue. Jetzt fehlt nur noch der Blumenstrauß, den ich vorher schon skizziert hatte. Ich wusste nicht so richtig, was ich da noch dazu zeichnen sollte. Darum habe ich auf Pinterest geschaut, was es so für Blumen gibt und habe diese dann ungefähr nachgezeichnet. Dann mit schwarzem Stift drüber gehen. Und ich habe noch gar nicht meinen neuen Lieblingsstift erwähnt. Ich benutze zurzeit nur noch den, weil er so weich zeichnet, nicht kratzt, falls ihr wisst, was ich damit meine. Und ich einfach damit irgendwie schöner schreiben kann. Er ist von Micron, Größe 01, aber in der Infobox habe ich sowieso immer alle meine Utensilien verlinkt. Die dünneren Striche, zum Beispiel Schattierungen, zeichne ich mit dem Micron 005, aber da habe ich es noch nicht so raus, wie man das am besten macht. Bei anderen Zeichnungen aus Pinterest sehen die Schattierungen viel schöner aus. Die Schleife ist mir leider völlig missraten, finde ich. Es sieht einfach nicht aus, als würde die Schleife wirklich den Blumenstrauß zusammenhalten und das hintere hätte ich nicht so dick malen sollen. Hier habe ich überlegt, ob ich links oben noch Timelog hinschreiben soll oder ob es ohne Überschrift besser ist. Außerdem, ob ich noch einen Rahmen um die Blumen zeichnen soll oder nicht. Ich habe mich dann gegen die Überschrift links entschieden und stattdessen für eine kleine rechts neben dem Blumenstrauß. Und wie ihr seht, habe ich einen Rahmen dazu gezeichnet. Und am Ende schaue ich mir immer noch das Gesamtbild an und überlege, was man noch hinzufügen könnte. Hier habe ich ein paar kleinere Blümchen und Gräser hinzugefügt, damit der Blumenstrauß voller aussieht. Wie ihr seht, habe ich schon einiges eingetragen und es macht richtig Spaß, diesen Timelog zu benutzen. Man möchte schon allein deswegen produktiv sein, um wieder einen bunten Punkt reinmalen zu können. Und dann noch ein Bienchen. Ja, und dann war ich schon ganz zufrieden damit. Die zweite Seite geht ziemlich schnell im Vergleich zur ersten. Es ist ein Gratitude-Log, Positivity-Log oder wie auch immer man es nennen mag.
Ich schreibe jeden Abend vor dem Schlafengehen mindestens 3 Dinge auf, deswegen auch 3 Zeilen pro Tag, die mich glücklich gemacht haben, für die ich dankbar bin, die witzig waren, ein positiver Gedanke, ein Spruch, egal was, Hauptsache es ist etwas Positives. Auf diese Weise gewöhnt man das Gehirn daran, nach Schönem zu suchen sozusagen, das Gute zu sehen und sich eher ans Gute zu erinnern. Hier oben wollte ich so einen Mini-Blumenstrauß aus gepressten Blumen reinkleben, aber irgendwie sind die gar nicht schön geworden, fand ich. Darum habe ich stattdessen ein Blumenbild aus einem Buch ausgeschnitten und in die Mitte geklebt. Dann wusste ich nicht, ob ich es so schlicht lassen sollte oder noch eine Überschrift hinzufügen soll. Und wie ihr seht, habe ich mich für Letzteres entschieden und habe Life is Beautiful gehandlettert. Das Schreiben mit Bleistift funktioniert irgendwie immer besser bei mir. Diesmal habe ich nirgends abgeschaut. Also ich habe das Gefühl, wirklich dazu zu lernen. Aber dafür bin ich ein bisschen schlechter oder krakeliger geworden beim Handlettern. Irgendwie mache ich das zurzeit selten und übel gar nicht mehr. Übrigens habe ich den Tombow Fudenosuke mit der weicheren Spitze benutzt, also WSBS. Im Juli hatte ich so einen Gratitude-Log ohne Daten, also ohne den Zwang, jeden Tag etwas reinzuschreiben, aber das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann, glaube ich, nur 3 Tage ungefähr etwas reingeschrieben und es immer wieder vergessen. Darum habe ich diesmal die Daten eingetragen, also 11., 12., 13. August. Und bisher hat es sehr gut funktioniert. Zum Schluss dachte ich, ich müsste das noch irgendwie verzieren, habe Punkte, Blümchen und seltsame andere Dinge hinzugezeichnet, bis es mir dann am Ende gar nicht mehr gefallen hat. Und ich wollte schon diese Seite weglassen, aber ich dachte, ich bin doch immer so kritisch und vielleicht findet ihr es ja gar nicht so schlimm. Noch ein Blümchen draufgeklebt und fertig. So, das waren jetzt die 2 Seiten. Mit dem Timelog bin ich total zufrieden, mit dem Gratitude-Log nicht so sehr, aber ist ja egal. Was ich noch in keinem Video erwähnt habe, ist, dass ich auf Instagram den Hashtag CatsBuju eingeführt habe, weil ich total gern eure Bullet Journal-Seiten sehen würde. Egal, ob ihr etwas von mir nachmacht oder nicht, das soll ein Hashtag für unsere kleine, süße Community sein. Also wenn ihr Lust habt, benutzt gerne den Hashtag für eure Bilder. Also macht's gut und habt ganz viel Spaß beim Planen.